Bei diesem Beispiel schauen wir uns an, wie man Gliederungen einfügt. Und dazu möchten wir einerseits die Vorjahreswerte über eine Gliederung ein- und ausblendbar machen und andererseits die gesamte Bilanzstruktur etwas übersichtlicher gestalten, indem man Gruppierungen einfügt. Als erstes wählen wir uns die Spalten aus, die wir gerne gruppieren möchten. Das heißt in diesem Fall die Spalte D. Und wir gehen dann über das Registerblatt Daten auf die Option Gliederung und sagen, wir möchten gerne für diese Spalte eine Gruppierung hinzufügen. Die Gruppierung ist dann gleich ersichtlich, indem hier die einzelnen Gliederungsstufen dargestellt werden. Also Gliederungsstufe 1 ist ausgeblendet und Stufe 2 ist die Spalte eingeblendet. Und man kann entweder über 1 und 2 hin und her schalten oder das Plus und das Minus bedienen, um die Spalten ein- und auszublenden. Wenn wir hier die Spalte D ausblenden, dann müssen wir auch gleichzeitig die Differenz zum Vorjahr ein- und ausblenden. Das heißt, auch hier wieder die gesamte Spalte markieren und über Gliederung die Gliederungsebene hinzufügen. Sobald man die Schaltfläche 1 betätigt, werden dann gleichzeitig beide Spalten ausgeblendet. Die nächste Option, die wir uns ansehen, ist das Ein- und Ausblenden von Unterpunkten. Wir möchten jetzt die Tabelle so gestalten, dass nur mehr Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzung und aktiver sichtbar bleiben und fügen für diese Bereiche entsprechende Ebenen hinzu. Das heißt, wir markieren uns alles unterhalb von Anlagevermögen, sagen, diese drei Bestandteile gehören zum Anlagevermögen dazu. Die möchten wir in eine Gliederung hineingeben. Also wieder die gesamte Zeile markieren, Gliederung auswählen und so die einzelnen Gliederungsebenen hinzufügen. Wir sehen uns das Ganze an. Wir haben hier dann die Tabelle nur mehr mit Anlagevermögen, Umlaufvermögen, aktive Rechnungsabgrenzung und aktiver. Möchte man zusätzlich die einzelnen Leerzellen ausblenden oder nicht sichtbar haben in dieser Übersichtstabelle, dann müsste man diese Zugliederung hinzufügen. Was wir uns auch noch anschauen, ist eine Gliederung innerhalb der Gliederung. Hier sehen wir, dass Forderungen nochmals unterteilt ist in unterschiedliche Forderungsbestandteile. Und auch für diese fügen wir nochmals eine zusätzliche Gliederungsebene hinzu. Das bedeutet, wir markieren uns innerhalb der Markierung noch einmal die Werte für Forderungen aus Leasing und Lieferung und Leistung und sonstige Forderungen und sagen, auch für diesen Bereich möchte man eine zusätzliche Gliederungsebene hinzufügen. Wir sehen im oberen Bereich eine dritte Gliederungsebene und die Möglichkeit, diese Bestandteile der Forderungen ein- und auszublenden.